Manch einer mag denken, dass eine Gewichtszunahme während der Menopause naturgegeben und unvermeidbar ist, dass sich der Stoffwechsel umstellt und dagegen nichts zu machen ist. Wenn die Menstruation zunehmend seltener auftritt und schließlich ganz ausbleibt, heißt das, unser Körper produziert geringere Mengen an Östrogenen. Diese hormonellen Umstellungen bewirken Veränderungen in Körper, Stimmung und Kopf. Da wir aber um die Umstellungen in unserem Körper wissen, uns ihrer Gründe und Folgen bewusst sind, können wir auch eine Reihe von vorbeugenden Maßnahmen ergreifen. Hilfreich sind dabei auch die Empfehlungen der Ärzte. Mit der Menopause beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den wir ausgiebig leben und genießen sollten. Wir dürfen uns wohl und gesund fühlen, wenn wir ein bisschen mehr auf uns achten. Wir erklären, wie es geht, dem Medizinischen Institut für Übergewicht in Europa zufolge, das seinen Sitz in Madrid, Spanien hat, nehmen Frauen während der Menopause im Schnitt 5 bis 10 Kilo zu. Ist das vermeidbar? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass die Gewichtszunahme nun einmal Teil dieser Lebensphase ist? Definitiv nicht. Mit der richtigen Strategie können wir sie vermeiden und sogar an Lebensqualität gewinnen. Damit besser verständlich wird, wie vorzugehen ist, ergründen wir zunächst die Ursachen. Während der Menopause stellt unser Körper die Produktion von Östrogenen immer weiter ein. Wenn Sie sich im Spiegel anschauen, die Kleidung nun ein Größe größer gekauft werden muss, obwohl man doch genau wie bisher ist, tauchen Selbstzweifel auf. Warum wird so viel Bauchfett angesetzt, wenn die Ernährung doch unverändert geblieben ist? Warum sind die Beine so dick, das Gesicht angeschwollen? Es ist wichtig, sich der Umstellungen im Körper bewusst zu werden. Nur so können wir uns wohlfühlen und eine bessere Lebensqualität erreichen. Manchmal nimmt das emotionale Unwohlsein schwerere Formen an, die dann mit Medikamenten wie Antidepressiva behandelt werden müssen. Auf lange Sicht tun uns diese Arzneimittel aber nicht gut, führen dazu, dass wir noch aufgeblähter aussehen und uns physisch verändern. Gegenmaßnahmen sind deshalb vorher zu ergreifen und in schweren Fällen ist ein Arzt zu konsultieren. Auch während dieser Lebensetappe kannst du schön und attraktiv bleiben. Die Menopause stellt einen neuen Lebensabschnitt dar, den du leben und auskosten solltest, und zwar mit dem Bewusstsein, dass Umstellungen stattfinden und man ihnen mit neuen Strategien begegnen kann. Zögere nicht, deine Ärzte um Hilfe zu bitten. Sie können dich durch diese Zeit führen und wissen, wann eine hormonelle Behandlung notwendig wird, um Defizite auszugleichen. Ob und wann das der Fall ist, hängt vom Körper der einzelnen Frau ab und lässt sich nicht generalisieren. Tatsache ist jedoch, dass der Organismus weniger Energie benötigt und wir deshalb nicht unbedingt weniger, aber besser essen sollten. Auch im Zusammenhang mit Osteoporose wichtig: Ernährung in der Menopause. Wie du bereits weißt, gibt es sehr zuckerreiches Obst, das bei Genuss in großen Mengen direkt zur Gewichtszunahme führt. Die Ärzte des Medizinischen Instituts für Übergewicht in Europa haben uns erklärt, dass 2 Stück Obst pro Tag der empfehlenswerten Dosis entsprechen. Und welches Obst eignet sich besonders gut? Fische wie Lachs liefern dir hochwertiges Protein und Omega-3-Fettsäuren, die für dein inneres Gleichgewicht ebenso wichtig sind wie für die Gesundheit deines Herzens. Wir raten dazu, 4-mal wöchentlich folgende Lebensmittel zu konsumieren: Zieh dir bequeme Kleidung an und geh mit einer Freundin an die frische Luft, zu einem Spaziergang oder um ein Stück mit dem Rad zu fahren. Ihr könnt auch schwimmen gehen oder tanzen. Täglich sind 45 Minuten Aerobe-Übungen anzuraten.
Jetzt liegt es bei dir, diese Ratschläge in die Tat umzusetzen und die Gewichtszunahme während der Menopause zu vermeiden.